In activity three, we're still sticking to verb forms, but now we're going to mix up the persons as well as the weak and strong forms. This might be a bit more of a challenge, but it reflects what happens in normal language use, so is great practice. Er nimmt. Er nahm. Sie kauft. Sie kaufte. Wir laufen. Wir liefen. Ihr kocht. Ihr kochtet. Sie gehen. Sie gingen. Du sagst, du sagtest, wir kaufen ein, wir kauften ein, du rufst an, du riefst an.